Über 117 Ballen hat er schon gemacht. Hallo und herzlich willkommen. Weitere Folge Nordfriesischer Marsch mit Medemark. Über 117 Ballen hat er schon gemacht. Mein Gott, jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob wirklich 9000 Liter sind. Ja, 9000 Liter sind in so einem Ballen drin. Roggenstroh, meine Farm. Eben ganz kurz gucken, wenn der schon. Er hat jetzt, sagen wir mal, 100, 117 haben wir gedacht, der hat jetzt 120 Ballen gemacht. Mal 9000 Liter. Er hat schon 1 Million Liter in Ballen gepresst. Geil. Was gibt's denn für Stroh aktuell? Kann man das irgendwo gewinnen, bringt, verscherbeln? Heizkraftwerk 60. Gärtnerei 61, die Tonne. Bringt natürlich so ein Sattel gleich wieder nicht ganz so viel. Wir haben auf so einen Sattel 450 Tonnen mal 61 sind 30.000 Euro. Na gut, 30.000 Euro haben oder nicht haben ist natürlich auch so eine Sache. Ah, guck mal hier. Er wird auch soweit. Das ist doch schön. So, wir brauchen Roggen, Dinkel und Weizen theoretisch im Anbau. Wann können wir denn damit starten? Da. Roggen, Dinkel, nix. Also aktuelles Ernte, Saatzeitpunkt, Luzerne, Pappeln, Gras, Überrettich. Raps können wir machen, müssen auf jeden Fall noch über einen Monat warten. Also haben wir sowieso keinen Stress eigentlich. So, dann können wir uns eigentlich auch hier mit dem beschäftigen. Der fehlt nämlich auch noch. Neuer Kurs. So, 10 Meter Arbeit. Anzahl Vorgewände. Vieh Erhalt. Stopp, nicht Fahrzeuge auf Kurs, sondern 4 Stück. Er beginnt auf Bahnen und Weichecken, weil der sowieso keine Kurve schafft. Fertig. Guck mal, das ist auch schon wieder da. Muss man ja sagen, das geht ja flott. Wir lassen in meinem zu dem Punkt fahren. Das hat RCS eigentlich ganz gut gemacht. Da konnten wir so abladen. Da mussten wir nur einen Meter vorfahren, aber fertig. Bumm. Bumm. Und tschüss. Das geht irgendwie fast schon zu gut. Zack, der lädt ab. 131 Ballen. Fängt auch an. Guck mal, der ist auch so gut wie fertig. pH-Wert gut, Stickstoff optimal. Was wollen wir mehr?
fehlt an Mischation. Dünger aus Kompost. Wir brauchen unbedingt diese Kläranlage. Da haben wir aktuell sowieso nur Roggen drin, nichts anderes. Naja. Nein, ich hab's mir gedacht. Gut, dass wir jetzt nochmal gucken wollen. Was gibt das da, wenn das fertig wird? Läuft. Oh, da kommt man. Das läuft aber auch wie in der Spirale. Muss man da echt mal lassen. Wir wollen noch einmal, wir gehen jetzt einmal zum Kuhstall gucken, bevor wir in den Dingen zipfen wieder. Gülle, 861. Haben wir mitgekriegt, wir sind schon da. Eine ganze Zeit lang gar keinen wollen. Ich mache das jetzt auch nur so, weil ich vielleicht vergessen habe, welche Reihe wir jetzt erst hatten. Aber dann nimmt man immer sofort wieder eine komplette Reihe volle mit. Das ist jetzt aber auch nichts Schlechtes, wenn es nicht so ruckeln würde. Ich empfehle, wenn ihr sowas macht, Autoload einladen und die Ballen sind nicht automatisch fixiert, dann fahrt einfach Reihe für Reihe rauf und runter. Das macht weniger Probleme, als wenn ihr links-rechts lenken würdet. Dann kippen die Ballen nicht so schnell um. Das macht immer weniger Probleme. Und wie ihr seht, wir kommen ja auch echt ganz gut der Presse hinterher. Ich hatte ja andere Befürchtungen, dass wir da nicht mal ansatzweise gegen ankommen. Abladen, aufladen, abladen. Aber wie ihr seht, das läuft echt. Wir kommen ganz gut mit eigentlich. Presse, dicke Ballen. Eigentlich ist das immer so ausgedacht, dass wir gerade so
Oder beziehungsweise wir können immer ganz gut einen kompletten Sattel voll machen und den Sattel wieder wegschicken. Und wir behindern hier gerade keinen. Der Kollege liegt jetzt auch daran an. Oh, Internet. Bitte nicht. Gut, fixiert haben wir sie schon mal. Ich habe aber noch ein Standbild. Aufnahme läuft. Warning Performance über. Lesion Frames. Können wir den Spielstand mal speichern. Der Server jetzt einen Abgang gemacht hat. Er ist noch da. Das ist immer viel wert. Frameverlust ist halt immer kacke. Dann wollen wir mal gucken. Wir haben noch zwei Ballen eingesammelt, einen Ballen eingesammelt. Was ich immer noch sagen muss, fürs Aufnehmen ist auf dem Server immer noch geiler als. Aber wenn jetzt das Spiel abgeschmiert wäre, ist es immer kacke. Und ich kann jetzt da einfach sagen, ich lasse den Server laufen, ich mache den ja nur aus, wenn ich Updates fahre oder die vom Hoster Updates fahren auf den Server. Das passiert jetzt aber auch selten. Dann läuft der halt immer durch. Ich kann halt drauf gehen und alle Autodrive-Fahrer fahren wieder und alles so weiter. Der Server wird einfach nur pausiert. Ich muss sagen, dass. Macht für mich das Spielerlebnis einfach noch ein bisschen geiler, weil ich nicht jedes Mal, wenn ich jetzt rausgeflogen wäre, hätte ich garantiert nicht weiter aufgenommen. Weil dann wieder alle Fahrzeuge starten und hier und da. Ich hätte vielleicht noch, wäre vielleicht wieder reingegangen, hätte mich in mein Vario gesetzt und hätte mal eben die letzten 4 Minuten oder 2 Minuten, was so im Endeffekt sind, nur eben die ganzen noch Ballen eingesammelt, dann wäre gut gewesen. Vielleicht, wenn ich daneben gestanden hätte, hätte ich vielleicht nur die Presse wieder angeworfen, dass die noch ein paar Runden dreht, aber mehr hätte ich auch längst nicht gemacht. Also läuft der Server eigentlich weiter, der macht halt so eigentlich keine Probleme. Und ich muss sagen, ich bin beim Anbieter, der Link ist natürlich unten auch verlinkt, falls ihr mich da unterstützen wollt. Ich bin damit sehr zufrieden. Es ist zwar teurer als bei allen anderen Herstellern oder Anbietern eher gesagt. Aber was ich als positiven Nutzen bei dem Anbieter finde, ist halt,
Einfach, ich habe halt keine Upload-Beschränkung, beziehungsweise viele Anbieter gehen ja so, du kriegst einen S-Server für die Slots und musst dann noch deine Gigabyte Speicher dazu buchen, die du für Mods und Safegames und so weiter brauchst. Egal bei welchem Server, oder egal welche LS-Server du Größe du nimmst, du hast immer automatisch 10 GB Speicher für Safegames und Mods. Das ist halt so praktisch, weil du brauchst halt nicht da irgendwelche Warum geht sowas eigentlich nie gut aus? Immer ist irgendwas. Also wie gesagt, egal ob du 4 Slots hast oder 16, du hast immer 10 GB Speicherplatz für Mods und Safe Games. Immer. Das finde ich halt einfach super. Ich bin mit den Servern zufrieden. Ich habe seit Jahren einen TeamSpeak-Server. Der läuft jetzt schon seit über einem Jahr und 140 Tagen oder irgendwie sowas schon. Keine Probleme, keine Uptimes, gar nichts. Also ich muss sagen, ich bin echt zufrieden mit dem Anbieter. Muss ich echt sagen, ist zwar ein bisschen teurer als alles andere, aber qualitätstechnisch kann ich mich da einfach nicht beschweren. Und ich, wie gesagt, ich habe seit 2014 das Server. Also 2014, 15, 16, eigentlich bis jetzt, also seit über 10 Jahren, also seit knapp 10 Jahren habe ich das Server. Von allen möglichen, sei es TeamSpeak, wir hatten ja auch mal TeamSpeak, Voice, Server, wir hatten ja alles mal da. Und ich muss sagen, echt, ich kann mich nicht beschweren. Aber ich kann mich auch nicht beschweren, denn wir sind ja durch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir haben uns fürs Zuschauen. Bis dann, tschüss.